Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute eine extrem spannende Folge, wie ich es jedes Mal sage, aber es sind halt die Gäste und die Gästinnen, die es so spannend machen, nicht ich. Von daher sehr nice. Ich spreche mit Max oder Maximilian von Dr. Oetker und es geht über MarTech-Landschaft, über wie sieht er eigentlich das ganze Thema bei Dr. Oetker, was treibt ihn an, warum ist er eigentlich so unglaublich leidenschaftlich, das merke ich. Oder habe ich vor allem in der gesamten Folge immer wieder gemerkt. Was für tolle Projekte begleitet er? Und am Ende sind wir zu dem Schluss gekommen, dass ich den Max auf jeden Fall in dem Jahr nochmal sprechen will, weil ich sehen will, ob sein Feuer bis zum Waldbrand eskaliert ist und er so ein tolles Thema weitergeführt hat. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie jede Folge, auch diese Folge, ein spannender Gast, der mir gegenüber sitzt oder steht, glaube ich, der liebe Maximilian von Dr. Oetker. Maximilian, stell dich doch einmal gerne kurz selbst einmal vor. Gerne. Ja, Jonas, danke auch für die Einladung und freut mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Mein Name ist Maximilian Steudel. Ich bin MarTech und Digital Engagement Lead im internationalen Marketing bei Dr. Oetker, wie du ja schon gesagt hast. Und in der Rolle implementiere ich mit meinem Team digitale Marketinglösungen aus verschiedenen Bereichen, hauptsächlich im Bereich Data, Targeting und Activation. Freue mich, hier sein zu dürfen. Das heißt, wir sprechen so ein bisschen über die Aktivierungsschiene, ne? Also mein erstes Buch handelt ja vom Data-Driven Marketing, darüber sprechen wir heute. Ja, genau, absolut. Also das ist auch so das Thema, wo ich eigentlich ursprünglich herkomme. Sehr, sehr viel in der Vergangenheit D2C E-Commerce gemacht, also wirklich auch im Bereich Performance-Marketing. Und das ist sozusagen das, was ich jetzt im letzten Jahr auch versucht habe, mit zu Dr. Oetker zu nehmen, zu übersetzen, was ja einfach nochmal ein anderes Geschäftsmodell auch ist. Insofern, ja, das ist das Thema, über das wir heute sprechen und worüber ich mich sehr freue. Cool. Die erste Frage vorab, Maximilian oder Max, was ist dir lieber? Du kannst du dir echt gerne aussuchen, wie du möchtest. Ich nehme Max, dann wird der Podcast ein bisschen kürzer. Oder mehr Inhalt. Oder mehr Inhalt, ja, danke. Ja, man muss auf jeden Fall immer die Vorteile klar kommunizieren. Cool. Genau. Max, nimm uns einfach mal mit auf die Reise. Ich bin ja immer so extrem neugierig, wie die Leute aufgestellt sind. Könntest du einmal kurz von deiner Seite erzählen, wie muss ich mir gerade die Landschaft vorstellen? Wie war die Landschaft bei Dr. Oetker in deinem Themengebiet? Data ist ja riesig, also eher am weiteren rechten Ende der Wertschöpfungskette von Data. Ja, naja, also Data und jetzt insbesondere auch das Thema Marketing-Technologie, das ist ja was man irgendwie, also zumindest mal aus Versehen mitmacht in der Organisation. Ich glaube, es ist immer nochmal ein großer Unterschied, also macht man das jetzt strukturiert oder macht man es einfach so, weil die Organisation sich irgendwie selbst entwickelt? Und das, finde ich, sieht man ja total häufig. Also, dass einfach dann lokale Teams einfach Tools einführen, weil die gerade pragmatisch sind und weil man die gerade nutzen kann für vielleicht eine Kampagne, die man benötigt oder für einen gewissen Zweck, den das jetzt gerade erfüllt. Ich glaube, das kennen wir alle. Und so wächst natürlich so ein Tech-Stack irgendwie immer mit. Und dann kommt aber vielleicht irgendwann der Punkt, an dem man sich mal als Unternehmen und Organisation entscheiden muss, okay, möchte man dieses Thema jetzt strukturierter angehen? Wo will man eigentlich in 5 Jahren sein? Und wie macht man das? Und ich glaube, da muss es einmal sozusagen inhaltlich formale Strukturen geben. Und die hat Dr. Oetker geschaffen in der Vergangenheit. Das heißt also, es gibt ein internationales Marketing. Es gibt innerhalb dieses internationalen Marketings nochmal verschiedene Disziplinen. Und ein Teilbereich ist eben der, in dem ich bin. Das ist der Bereich Consumer Engagement. Und darin kümmern wir uns eben auch sehr, sehr intensiv um das Thema Daten. Und das aber auch in enger Zusammenarbeit. Das ist sehr, sehr wichtig mit den lokalen Märkten. Historisch gesehen ist Dr. Oetker ein sehr dezentrales Unternehmen. Das heißt, es gibt über 40 Ländergesellschaften und dann auch eben viele nochmal lokale Digital Marketing Teams. Das heißt, also es ist natürlicherweise auch ein großer Governance-Prozess und einfach sozusagen eine formale Aufgabe auch dahinter und viel Stakeholder-Management, um das zusammenzuführen. Sehr spannend, ja. So auf einer Skala von 1 bis 10, was würdest du bewerten, wie data-driven seid ihr schon? Ja, also als Gesamtunternehmen fällt mir das schwer, weil da gibt es natürlich super viele andere Themen noch, ne? Also Marketing ist ja immer nur so ein Ausschnitt. Ich finde auch so dieses Thema digitale Transformation ist ja immer viel, viel größer, als wir es vielleicht im Marketing-Bereich begreifen. Ne? Also Procurement, Supply Chain, das sind ja super spannende Themen nochmal parallel. Ich würde sagen, wir sind vielleicht gerade bei einer
6 von 10 im Bereich Marketing. Was du mit auch mit verantwortest. Ja. Also, das habe ich auch so ein bisschen, sorry, ja, dass ich ins Wort falle, aber das habe ich auch so ein bisschen kennengelernt bei Douglas. Und das ist auch gar nicht negativ. Du skalierst und beim Skalieren, habe ich auch in meinem zweiten Buch geschrieben, vergisst du manchmal, wo muss ich eigentlich Organisationsthemen zusammenführen? Bin ich zentral, dezentral aufgestellt? Welche Tools führe ich ein, dass sie miteinander sprechen können? Und dass jede Abteilung so sehr mit beschäftigt, irgendwie ihre eigenen Sachen zu fulfillen, ja, dass sie gar nicht dran denken, irgendwie groß zu werden. Das war, verstehe ich, war bei euch auch so die Situation, ne? Also, dass nicht dran gedacht wird, alles zusammen zu verbinden, sondern was erstmal in jedem einzelnen Team so gut und so schnell wie möglich zu skalieren. Und jetzt guckst du dir an, wie kann man eigentlich das harmonisieren. Ja, genau, absolut. Und ich glaube, da muss man auch aufpassen, wie man das angeht, ne? Also wir sprechen ja viel über Strategie. Also typischerweise Corporate ist ja sehr strategieorientiert. Ist ja auch nochmal so getrennt von der operativen Umsetzung dann. Ja, genau. Und da muss man auch gucken, okay, wie schafft man die Balance zwischen der Operationalisierung von Strategien und der Formulierung von neuen Strategien. Das ist wirklich was ich auch in der Vergangenheit immer als sehr, sehr schwierig wahrgenommen habe, sodass man eigentlich diese Vision nicht verliert und die auf jeden Fall auch formuliert, dass man aber auch nicht verpasst, dann irgendwann mal in die Umsetzung zu gehen, ja, auch über die eigene Abteilung hinaus und sozusagen über Test, Learn, Scale im besten Fall die ersten Ergebnisse zu erzielen und dann relativ schnell auch zu verstehen, was funktioniert denn innerhalb der Organisation, was funktioniert vielleicht nicht. Ne? Also so ein bisschen das, was Startups ja sehr, sehr gut machen häufig, das zu adaptieren, ohne jetzt diesen Corporate-Ansatz, der schon auch formale Strukturen und Prozesse beinhaltet, die man auch respektieren muss, ohne den jetzt zu verletzen. Ne? Und das ist so eine Balance, die man, glaube ich, schaffen muss, auch im Alltag. Nimm uns mal mit auf deine Reise, Max. Wie war das, als du bei Dr. Oetker gestartet bist und was waren so die ersten Schritte, die du angegangen bist? Ja, also es ist natürlich nicht so gewesen, dass da gar nichts war. Das muss man auf jeden Fall sagen. Es ist eher so, dass man sich ja erstmal einen Überblick verschafft. Ne? Also was ist eigentlich in der Vergangenheit passiert? Welche Lösungen gibt es eigentlich intern schon? Das ist halt klassischerweise dann eher so ein Stück weit fragmentiert, um dann erstmal in einer Art Discovery so eine Bestandsaufnahme zu machen und zu gucken, okay, was haben wir denn überhaupt schon? Und das vielleicht auch gar nicht mal unbedingt auf Produktebene, also sich zu überlegen, okay, mit welchen Service-Providern arbeiten wir da jetzt zusammen, sondern eher auf einer Funktionsebene, also sich mal zu gucken, okay, was haben wir denn überhaupt schon als Organisation, was machen wir überhaupt schon und wo gibt es da vielleicht auch einen Gap zwischen dem, was wir gerade machen und wo wir vielleicht in Zukunft hin wollen und dann eben im Anschluss zu übersetzen, okay, wie können wir diesen Gap füllen, müssen wir den überhaupt füllen, ne? Also steht ja auch nie die Notwendigkeit, immer alles tun zu müssen. Das ist ja auch, glaube ich, eine wichtige Einsicht. Und dann eben die Schritte zu definieren, wie wir da hinkommen. Und das aber natürlich auch nicht alleine, sondern zusammen mit meinem Team und mit anderen sehr, sehr wichtigen Stakeholdern. Allgemein ist das Thema Data und Marketing natürlich innerhalb der Organisation für alle sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das haben auch alle erkannt. Was waren für euch oder was glaubst du denn, du hast ja gerade gesagt, Strategie ist ein wichtiger Punkt bei Konzernen. Was waren denn so die Gaps, die du versucht hast, auch schnell strategisch zu schließen? Naja, also dieses ganze Thema Data Management, das brauche ich, also du kennst das, ne? Also du hast ja auch beim letzten Mal, ich will jetzt nicht das Wort Datensilos bemühen, aber zumindest, sagen wir mal, fragmentierte Daten innerhalb der Organisation, das ist halt so ein klassisches Thema, ne? Und ich glaube, da muss man sich ja ganz zuallererst mal Gedanken machen, okay, welche Daten haben wir überhaupt, wie wollen wir die strukturiert zusammenfügen und zusammenführen, an welchem Ort machen wir das eigentlich, wie sieht so ein Datenmodell dahinter aus, wie sehen harmonisierte Datenmodelle aus, die übergreifend auch gleich sind und die sowohl einen lokalen als auch einen internationalen Nutzen haben und wie können erste Schritte aussehen, um darauf hinzuarbeiten und dann hast du ja, also alles basiert ja darauf, ne? Also dieses ganze Thema Targeting und Activation, das kommt ja alles erst später und je besser ich meinen Job an der Basis mache, Verwaltung, was die Daten betrifft, umso besser bin ich dann später bei allen anderen Themen. Das heißt natürlich nicht, dass wir uns jetzt nur darauf fokussieren. Es gibt natürlich auch jede Menge andere Projekte noch parallel. Aber das ist eigentlich ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und ja, da arbeiten wir eigentlich kontinuierlich dran. Es ist aber ja auch ein Thema, das kennst du ja auch, was nie abgeschlossen ist. Ne? Also das ist ja irgendwie ein laufender Prozess. Gerade wenn man sich jetzt auch anschaut, was so in diesem ganzen Ökosystem passiert, ne? Also jetzt mit Apple, ITP und Third-Party-Cookies und so weiter, das ist ja
also diese Anforderung, ständig neue Strategien zu definieren, Wege zu finden und da auch kreativ zu sein, das ist ja irgendwie so eine ongoing Aufgabe, die wir alle haben, ne? Ja, aber Max, ist in deiner Verantwortung auch das Thema Datenaufbereitung? Also MarTech würde ich verstehen, und ich glaube, das ist noch das Allerschlimmste, was wir in der Datenwelt haben, dass nicht so klar ist, was sind eigentlich die unterschiedlichen Rollen. Liegt bei dir auch das Business Intelligence, das komplette Aufrollen der und Aggregieren der Daten? Oder MarTech würde ich jetzt verstehen, du hast irgendwie einen Tech-Manager in der Verantwortung, DMP Richtung On-Site-Tracking, sowas ist eher bei dir, oder? Ja, genau so ist es. Aber nichtsdestotrotz, wir haben natürlich einen starken Fokus, das muss man ja auch nochmal unterscheiden, also es gibt ja Consumer Data und dann Business Data, wir haben natürlich einen starken Fokus auf Consumer Data und am Ende ist das aber eine große interdisziplinäre Aufgabe. Also letztlich liegt das nicht in meinem Verantwortungsbereich, aber es liegt klar in dem Verantwortungsbereich, das Thema mitzugestalten, insbesondere aus Konsumentensicht. Und dann ist es natürlich wie in jedem Unternehmen eine interdisziplinäre Aufgabe, meistens zwischen dem Data Department, zwischen Development und IT. Ja, so ein bisschen die End-to-End-Variante zu machen und dann halt auch in der, um noch mehr Buzzwords zu droppen, in der Value Chain eben auch ein wichtiger Part zu sein. Jetzt muss ich auf jeden Fall 5 Euro ins Phrasenschwein schmeißen. Jetzt sprichst du viel über Projekte. Was ist so dein Lieblingsprojekt? Über was ist gerade der heiße Scheiß? Naja, also was wir gerade machen, wir launchen gerade die Webseite neu in über 40 Ländern. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes und komplexes Projekt. Das würde man vielleicht jetzt nicht unbedingt erstmal mit MarTech in Verbindung bringen, aber es ist natürlich schon. Es gibt natürlich einen starken Das ist gut. Ja. Es gibt natürlich einen starken Connect im Hintergrund, ne? Also gerade wenn man jetzt auch über die Generierung von First-Party-Daten spricht oder die Orchestrierung von Customer Journeys und so weiter, spielt das natürlich eine wichtige Rolle. Und das ist eigentlich so das Projekt, an dem mein Team gerade am meisten arbeitet. Wir sind jetzt mit UK schon live gegangen und die anderen Länder folgen jetzt dann sukzessive. Und ja, fernab davon gibt es noch ein paar andere Projekte, die auch nochmal konsolidiert sind. Darf ich da einmal reintauchen? Sorry. Nimm uns mal mit auf die Reise, damit die Hörer und Hörerinnen das mal verstehen. 40 Länder ausrollen, Dr. Oetker ist ja schon eine Riesenverantwortung. Sehr nice, geil. So, MarTech, wie sieht so eine MarTech-Landschaft auf? Wie war die vorher bei der Webseite? Wie sieht die jetzt aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also es war vorher ein ganz normales proprietäres System, wie man das halt häufig kennt, ne? Also ein klassisches CMS. Es gibt so ein paar Verbindungen auch noch zu internen Systemen. Wir sind traditionellerweise sehr, sehr stark im Bereich Content Marketing. Ich weiß nicht, also auch historisch gesehen tatsächlich, ne? Es gibt ja einige, die sagen, Dr. Oetker war der Erste, der Content Marketing wirklich etabliert hat, indem wir so kleine Rezepte hinten auf die Verpackungen drauf gedruckt haben, ne? Also das war so das erste Content Marketing Instrument eigentlich. Stimmt, und coole Idee gewesen. Genau, und wir machen das immer noch. Also Rezepte sind bei uns sehr, sehr stark. Wir haben wirklich auch sehr, sehr viele Wizards für eine Brand-Webseite, muss man echt sagen. Also gerade auch durch diese Rezepte. Starke SEO-Rankings, hohe Sichtbarkeit in dem Bereich. Insofern, das war auch sicherlich eine Herausforderung, das beizubehalten, plus eben diese internen Systeme anzubinden. Was wir jetzt gemacht haben, also zum einen sind wir auf ein Headless CMS gewechselt, einfach um da auch zukunftssicher aufgestellt zu sein und perspektivisch auch Apps und andere Consumer-Touchpoints, Web-Applications und so weiter verbinden zu können, um das dann einfach auch zentral auszusteuern. Das ist passiert. Zum anderen haben wir uns sehr intensiv auch nochmal um das Thema Consent gekümmert. Also das, klar, hatten wir vorher, ne, aber jetzt nicht eine richtige Consent-Management-Plattform. Haben wir halt in diesem Kontext MarTech und Aktivierung von Kunden jetzt auch nochmal komplett neu gedacht, um diesen Gap, ne, den man ja kennt, auch einfach zu verringern und um die Herausforderung zu nehmen. Und dann haben wir halt einfach Übergabe-Consent. Ja, genau. Und dann haben wir halt einfach nochmal versucht, an der einen oder anderen Stelle noch mit neuen smarten Partnern die Consumer Experience zu verbessern, ob das jetzt bei der Suche ist, die besser geworden ist, dynamische Ausspielung von Rezepten, Recommendations auf der Seite und so weiter. Das liegt auch in deiner Verantwortung? Und Google Analytics. Ja, genau, das liegt auch in der Verantwortung. Und Google Analytics 4 ist natürlich gerade auch ein Thema, ne? Das kennst du ja. Ja, viele setzen es ein, um irgendwie so den Approach zu haben, dass sie serverseitig tracken, richtig, und dann irgendwie schon vorher die Daten, die nicht verwendet werden, serverseitig wegzuschmeißen, damit nicht die Daten, die jetzt eben vermeintlich unter GA normal in Kritik stehen, verwendet werden. Ja, okay. Ja, genau. Das ist, genau.
einmal Augen zu und so ein bisschen visualisiert, was ja für mich immer der spannendste Case ist. Also wir sprechen irgendwie davon, CMS-System wird eingeführt. Gibt es dann Data Layer, wo die Daten irgendwie aggregiert werden? Ja, also nicht direkt über das CMS-System. Ja. Aber genau, also Data Layer nutzen wir halt hauptsächlich für Google Analytics und für Analysen. Es gibt jetzt aber kein CMS-Data Layer, wo nochmal da Daten aggregiert werden. Okay. Wie verbindet ihr, also habt ihr ein Tag-Management-System? Google Tag Manager ist wahrscheinlich? Ja, genau. Ja. Den serverseitig? Ja, richtig. Und da schieben die Daten in GA4 und dann habt ihr aber auch nochmal was Richtung andere. Wie, wenn Personalisierungstool und Co. nimmt ihr direkt über einen Tag Manager und befüllt die mit Daten oder gehen die eher über CMS? Genau. Ja, genau. Ich meine, man muss halt immer aufpassen, dann welche Daten man in Data Layer reinschreibt. Man muss mal gucken. Die Marge sollte man da nicht im Klartext reinschreiben. Ja, genau, so der Klassiker. Genau. Aber ja, über Data Layer, genau, richtig. Und zufrieden? Also habt ihr schon irgendwie plus minus rechnen können? Meine Erfahrung würde mich jetzt freuen, ob du sie bestätigst oder widerlegst. Ich würde behaupten, dass wenn man serverseitig Daten trackt, immer auf den Consent achten, Disclaimer, dass man so 10-15% mehr Daten erhebt. Was sagst du? Ja, würde ich bestätigen. Ja. Also warum nur nicht serverseitig umgestellt? Ja, sehr gut, cool. Hoffentlich nehmen das die Hörer und Hörerinnen nochmal mit und sie können sich auch bei dir melden, wenn sie so ein bisschen rausfinden, in welche Richtung es geht. Und ich glaube, es gibt auch viele einfache Templates, wenn man sagt, okay, so groß wie Dr. Oetker oder 40 Webseiten habe ich nicht nur eine, dann geht es auch meistens auch ein bisschen einfacher. Spannend, ja. Welches Content-Management-Tool? UserCentrics haben wir da. Also wir hatten erst was Custom-Build, aber also da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat ja auch viel mit Rechtssicherheit zu tun. Ja. Und ich finde gerade so, wie UserCentrics integriert ist, die sind ja auch jetzt fusioniert mit CookieBot vor kurzem, das war ja die andere große Lösung. Insofern, ja, finde ich gut. Wir hatten am Anfang so ein paar Performance-Themen, wo wir uns nicht sicher waren, ob UserCentrics da unter anderem auch mit verantwortlich ist, aber das konnten wir relativ schnell lösen. Insofern glaube ich auf jeden Fall eine gute Lösung. Ja. Seid ihr jetzt fertig mit dem Martech-Setup für die Webseite? Also Haken dran und grünes Licht, wie man so schön auf dem Projekt macht? Oder wie geht's da jetzt weiter? Nee, auf keinen Fall. Also es geht ja irgendwie immer weiter. Von daher, nee, es gibt noch eine Roadmap. Gerade, also es ist wirklich ein großes Projekt und es ist wirklich ein komplexes Projekt. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr langes Backlog, an dem wir gerade parallel noch arbeiten. Ja. Wir haben auch erstmal ein MVP gelauncht. Also jetzt nicht so, dass wir das Ding einmal komplett perfekt gemacht haben. Was ich auch wirklich für richtig halte, sonst dauert es auch einfach sehr, sehr lange. Insofern sind wir jetzt einfach dabei, den MVP-Approach nochmal weiterzuentwickeln und das gilt jetzt nicht nur visuell, sondern dann auch inhaltlich. Das heißt, also, es gibt sehr, sehr viele Themen, die gerade noch im Backlog sind und an denen parallel noch gearbeitet wird und dann versuchen wir natürlich, also Ziel ist natürlich am Ende alles voll integriert zu haben, ne? Also die verschiedenen Komponenten, die wir dann haben, die verschiedenen Lösungen, die wir intern haben, Verbindung mit CDP und so weiter gibt es schon, aber ja, es gibt noch genug Projekte, wie wir die Integration noch tiefer und besser machen können. Ich will immer jedes Projekt als mit MVP starten. Wie ist deine Meinung dazu? Macht ihr nur MVPs oder macht ihr auch Sachen ganz fertig? Also ganz fertig hoffentlich immer, ja. Aber ich meine, startet ihr mit MVPs? Ja, ich würde vielleicht nochmal unterscheiden zwischen MVP und POC, also Proof of Concept. Ja. Das ist natürlich auch eine beliebte Methode, ne? Also dass man sagt, okay, man führt jetzt meine Lösung vielleicht in einem Markt ein und macht die vielleicht auch nicht, also rollt die noch nicht komplett aus, sondern man guckt sich die dort mal an, aber geht schon ein bisschen tiefer in die Integration und schaut dann, was passiert. Deshalb also so die beiden Mechanismen favorisiere ich eigentlich immer und fand ich in der Vergangenheit immer sehr zielführend, weil man auch relativ schnell dann sagen kann, okay, wir sehen jetzt hier, das wird nichts. Also das gehört natürlich dazu, wenn man so arbeitet, ne, dass man sich frei machen muss von Meinungen und auch von persönlichen, ja, präferierten Haltungen. Ne? Also man muss natürlich auch sagen können, und das ist nicht so einfach, da lag ich jetzt falsch und das war vielleicht nicht die beste Idee. Und da verzichten wir jetzt darauf, auch wenn ich das gerne machen würde, weil es irgendwie super gut zur Strategie gerade passt oder weil ich mir dadurch echt positiven Impact erhoffe. Wenn es am Ende aber nicht funktioniert und wenn die Daten dagegen sprechen, dann muss man, glaube ich, auch so emotionslos sein und sagen, okay, da lag ich halt falsch und dann verzichten wir darauf, ne? Ja, weißt du, was meine Meinung zu MVP und POC hat sich in letzter Zeit massiv geändert. Also nicht, dass sich eine Meinung durch nur einen Satz ändert, aber ich hatte jetzt gelesen gehabt, dass der MVP und der POC-Approach nicht zwangsweise sehr innovativ ist. Und warum? Und
vielleicht kannst du mir noch was dazu sagen und vielleicht denken die Hörer und Hörerinnen gerade mal dadurch nach und ich habe einen Aha-Effekt ausgelöst. So Themen wie Tesla, glaube ich, oder so Themen wie der iPhone oder der iPod, das waren Themen, die nicht über ein MVP oder POC-Gedanken entstanden sind, sondern hat einer, wie formuliere ich das jetzt richtig, Cojones gehabt oder eine und hat sozusagen was auf den Markt geschmissen und gehofft, dass es funktioniert. Und ich glaube, solche Produkte wären anders verlaufen, wenn es jemand als MVP oder als POC gemacht hätte. Und das ist spannend, weil wir wollen ja innovativ sein. Total. Und was ich ergänzen würde, also ich finde auch, dass dieser MVP-Ansatz, dass der zumindest nicht mehr so klar ist, wie er früher mal war. Und was man da ergänzen muss, es gibt halt auch super viele Apps und Frameworks mittlerweile, die einfach so gut sind, dass man sich diesen MVP-Approach teilweise gar nicht mehr erlauben kann. Ne? Also wenn ich im App-Store schon echt viele Apps habe, die einfach sehr, sehr gut aussehen, die eine extrem gute User-Experience haben und so weiter, dann ist das sozusagen eine Self-Fulfilling-Prophecy, wenn ich da jetzt ein Produkt in den Markt bringe, was irgendwie halb fertig ist. Ne? Insofern, da bin ich völlig bei dir. Am Ende muss man, glaube ich, wenn man so einen MVP-Approach wählt, muss man halt entscheiden, was sind denn die Funktionen, auf die ich verzichte und sind die wirklich so kritisch in der Customer Experience, dass es am Ende mein Produkt vielleicht kippt. Ne? Und das ist, glaube ich, die spannende Aufgabe. Und was wir jetzt gemacht haben, also wir haben einfach geguckt, okay, welche Funktionen gibt es denn oder welche visuellen Bestandteile der Webseite gibt es denn, wo wir absehen können, dass das also A, viel Aufwand ist, die umzusetzen und B, vielleicht jetzt nicht den riesen Impact hat. Ne? Das kann man ja auch ganz gut mal testen über Smoke-Tests beispielsweise, gucken, ob Funktionen überhaupt gefragt sind oder nicht. Und ich glaube, da kann man einen ganz guten Trade-off finden. Ich bin aber prinzipiell bei dir und ich finde, das muss man von Fall zu Fall entscheiden, ob das Sinn ergibt oder nicht. Wenn man natürlich diesen MVP-Approach jetzt nicht wählt, dann hast du halt immer die Gefahr, dass du extrem viel Budget investierst. Je größer das Projekt ist, umso höher natürlich die Gefahr. Und am Ende bringst du es live und merkst dann, okay, irgendwie funktioniert es nicht und das vorher war besser. Hatte ich auch schon ein, zwei Mal, dass man irgendwie einen kompletten Relaunch gemacht hat, ne? Und komplett neue Webseite, neuer Shop aufgesetzt und am Ende waren die Zahlen dann deutlich schlechter als vorher. Niemand wusste warum, extrem viel Geld verbrannt und dann hast du halt, also dann stehst du halt echt mit dem Rücken zur Wand, ne? Und das ist dann natürlich so die entgegengesetzte Perspektive dazu. Ja, also hast du vollkommen recht, das ist auch meine Erfahrung, aber ich glaube, was man irgendwie rausfinden muss, ist, wie du sagst, der Trade-off. Was sind die Sachen, die man braucht, am besten auf Basis von Daten irgendwie bewerten und dann kontinuierlich weiterentwickeln. Aber ich glaube, wenn du ganz starke Innovationen vorantreiben willst, lässt du dich eher durch Daten inspirieren oder informieren, anstatt dass du ein datengetriebenes Modell aufbaust. Das ist ja genauso wie irgendwie, was ich immer wieder sage, aus dem Data Science Bereich oder irgendwo anders. Du baust einen Algorithmus für 6 Monate, schließt dich in den Keller ein und kommst irgendwann wieder, siehst das Tageslicht und willst irgendwie dem Stakeholder was präsentieren. Und der Stakeholder hat schon ein ganz anderes Problem, über das er sich kümmert und denkt sich, mit deinem Modell kann ich nichts anfangen. Das ist doch spannend. Also dir wird auf jeden Fall nicht langweilig. Nee, auf keinen Fall. Hey, es ist, also das muss man ja dazu sagen, es ist einfach digitale Transformation. Ne? Das muss man ja auch, also viele sagen ja auch, hey, Dr. Oetker, das ist doch irgendwie ein Riesenunternehmen. Ne? Es ist eine Nahrungsmittelbranche. Das ist ein Unternehmen, gibt es schon total lange, traditionell. Und dann, also da muss ich mal sagen, ja, aber der Bereich, in dem ich dort arbeite, der ist so spannend und man muss es halt erlebt haben. Es ist wirklich ein tolles Gefühl, die Zukunft von so einem Unternehmen einfach mitzugestalten und sich das wirklich Tag für Tag zu vergegenwärtigen. Also diese Entscheidungen, die wir da treffen und die natürlich auch eng abgestimmt sind intern, aber die entscheiden, wie Dr. Oetker sich einfach entwickelt und auch wie sich unser Geschäftsmodell entwickelt und das ist einfach, also auch einfach eine große Ehre, das mitbestimmen zu dürfen. Mega, ja. So, 40 Webseiten, Riesenprojekte. Du hast noch von viel, viel mehr Projekten gesprochen. Wir sind gerade ja nur bei einem rein. Das heißt, du hast irgendwie 80 Leute, die du führst? Oder wie groß muss ich mir das Team vorstellen? Nein, ist auch Corporate, ne? Also, weißt du, wie das ist im Corporate-Bereich? Also, kleine Teams, aber viel operative Arbeit, die natürlich von extern umgesetzt wird. Insofern, mein Team ist überschaubar. Wir sind aktuell 5. Dann haben wir immer nochmal einen externen PO, je nachdem, um welches Projekt es gerade geht. Und dann findet aber natürlich viel, viel operative Arbeit einfach extern statt, ne? Aber ich finde es immer nochmal wichtig und nochmal klarzustellen, weil viele natürlich sagen, ihr habt viel Budget, aber ich glaube, Martech-seitig, ne, oder Analytics-seitig, auch Data-seitig, kleine Unternehmen umsetzen zu lassen, da reicht auch,
will ich jetzt ganz frech sein und mich aus dem Fenster lehnen, da reichen auch zwei Leute, wenn die fähig sind, wenn es Generalisten sind, wenn die genauso brennen wie du gerade, das freut mich sehr, dass man das so spürt, Max, dann kriegst du da auch coole Sachen umgesetzt. Ja. Total. Und manchmal ist es ja sogar besser, ne? Also wenn ich pragmatisch sein möchte, dann ist es ja manchmal auch ganz gut, vielleicht weniger Personen dann dort zu haben. Mut zur Lücke. Die aber committed sind, ne? Und verstehen, worum es geht. Insofern, dann kann man vielleicht nicht alles umsetzen, aber dann auch die wichtigsten Dinge. Und hey, also Pareto-Effizienz gilt halt einfach immer noch, ne? Insofern, solange es, glaube ich, die richtigen Dinge sind, auf die du dich fokussierst und alle die Fähigkeit haben, richtig zu priorisieren, ich glaube, das ist wirklich entscheidend in dem Kontext, dann kann das auch echt mit deutlich weniger Leuten funktionieren, ja. Wenn du in die Zukunft guckst, Max, 1-2 Jahre, das Projekt mit der Webseite ist irgendwie abgeschlossen, was sind so die Themen, die dich beschäftigen werden, was ist dein Ziel, wo glaubst du, was ist so, wenn du deinem zweiten Ich Tipp geben würdest, der vielleicht Hörer und Hörerin ist, was würdest du dieser Person mitgeben? Ja, also ich einmal glaube ich, dass ich immer noch in dem Bereich tätig bin, weil es einfach extrem spannend ist, also irgendwann mal diesen Shift zu nehmen zwischen, ich komme ja aus Marketing, sehr viel Performance und Online-Marketing gemacht und dann diesen Shift, so das Thema Data und IT irgendwie noch mit dazu zu nehmen. Ich glaube, das war erstmal eine richtige Entscheidung und das macht wirklich, wirklich viel Spaß. Ich glaube, dass es in Zukunft auch genau darauf hinauslaufen wird, also dass diese Bereiche noch sehr, sehr viel enger zusammenwachsen werden und wenn man die Entwicklungen, die da gerade passieren, ja auch eng beobachtet, also der gesamte Bereich Smart Bidding und Smart Delivery von Anzeigen und Targeting und so weiter, dann sind das, glaube ich, genau die Stellen und Positionen, die wichtig sein werden in der Zukunft. Und dann sind das auch einfach die Projekte, die in diesem Umfeld sich abspielen werden in Zukunft. Es gibt eine Reihe an fest definierten Projekten, die wir gerade schon haben, also sowas wie eine CDP gerade einführen, ne? Habe ich gerade gesagt, Webseite relaunchen und so weiter. Und dann ist es aber, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Teil dieser Aufgabe, genau zu identifizieren und zu beobachten, was passiert denn eigentlich gerade um uns herum in diesem Markt? Und da ist es einfach extrem schwierig, gerade die nächsten 5 Jahre vorauszusagen, oder wahrscheinlich auch die nächsten 2 Jahre. Und wie wollen wir das, was das passiert, da draußen passiert, für uns nutzen? Und wie wollen wir uns in diesem Umfeld bewegen? Und ja, wie das so ist, es gibt natürlich gerade einige Projekte, die fest definiert sind. Und da sprechen wir ja dann auch immer von Projektlaufzeiten, die über mehrere Jahre gehen. Das ist sicherlich was sozusagen diesen Weg schon so ein Stück weit definiert. Aber, und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Teil der Aufgabe und auch ein Teil der Aufgabe, der sich von meinen vorherigen Aufgaben nochmal deutlich unterscheidet, liegt natürlich auch in meiner Verantwortung, das strategisch mitzugestalten und zu sagen, das sind die Themen für die nächsten Jahre und darin wollen wir besser werden. Und dazu gehört auf jeden Fall das Thema Data, Marketing Data. Wir wollen einen sehr, sehr großen Pool an Daten einfach aufbauen. Wir wollen unsere Kunden kennen. Wir wollen wissen, mit wem wir zu tun haben. Wir wollen dieses Third-Party-Targeting-Challenge sozusagen überwinden. Und wir wollen immer mehr Kunden aktivieren und einfach dafür sorgen, dass sie ein positives, mehrere oder viele positive Erlebnisse mit Dr. Oetker haben. Und das gar nicht mal nur, indem sie die Produkte kaufen und zu Hause zubereiten und dadurch eine positive Erfahrung haben, sondern dass wir uns einfach auch als digitale Marke wahrnehmen und sie auch digital mit uns durchgehend im Kontakt sind und eine positive Nutzererfahrung haben. Und das sind manchmal, also wenn man das wiederum formuliert, was bedeutet das eigentlich im Detail, ja, dann sind das manchmal natürlich ganz, ganz kleine Momente, dann sind das manchmal total lustige Momente, dann sind das wieder ernste Momente, dann sind es diese Family Moments, aber es sind eben, ne, so diese ganz, ganz vielen Trigger-Momente, die wir einfach auf unserer Seite identifizieren müssen und für uns nutzen müssen und ja, da bin ich zuversichtlich, dass wir das erreichen, dass wir da einen guten Beitrag zu leisten können. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörerinnen spüren die gleiche Leidenschaft, die ich hier gerade in der Aufnahme spüre. Und freut mich total, Max, dass sie so begeistert ist, weil das ist ja auch immer mein Credo. Der Datenbereich ist so riesig und der bringt so viel Spaß. Und ich glaube, wir müssen endlich mal schaffen, dass alle Leute hier irgendwie mit am Tisch sitzen und wir Daten nicht irgendwie nur nebenher betrachten, sondern mit integrieren. Das heißt nicht, dass es Daten das Allerwichtigste, sondern wir möchten einfach mit am Tisch sitzen. So, jetzt hast du was, zwischendrin hast du einmal kurz CDP gesagt. Ich kenne jemanden, der schreibt da ja gerade ein Buch drüber. ganz kurz dazu, CDP underrated oder overrated? Underrated.
Glaubst du, was passiert, wenn man, ja, wir können jetzt über die diskutieren, was eine CDP ist, aber ich glaube irgendwie so die eine zentrale, lass es mich mal probieren, ich muss ja auch das Buch schreiben, eine zentrale Software, die gewährleistet, dass alle zentralen und wichtigen Kundeninteraktionsdaten reinfließen, modelliert und analysiert werden, dass alle Abteilungen, die mit Kundendaten wieder zusammenarbeiten und die in ihrer täglichen Arbeit brauchen, aufbereitet bekommen und sie dann möglicherweise auch aktivieren können, brauchen das Unternehmen. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja, der Begriff CDP ist vielleicht overrated, aber ich glaube, so CDP als Funktion ist definitiv underrated. Wir haben auch nicht gesagt, wie die CDP aussehen muss. Ne? Vielleicht kann die CDP ja auch ein Excel-File sein. Also ich glaube, das haben wahrscheinlich viele Unternehmen. nein, aber also ein zentraler Datenhub, genau wie du es gerade gesagt hast, ja, in dem alle Daten sind und das erstmal, also alle Kundendaten, das halte ich schon für enorm wichtig. Und je größer die Organisation wird und je mehr Kontakt du auch mit den Kunden hast, umso wichtiger ist es natürlich, um einfach zu verstehen, welcher Kunde ist das, welche Historie habe ich denn mit diesem Kunden und wie kann ich aber vielleicht auch diese Daten, je nachdem welcher Consent vorliegt, vielleicht dann am Ende auch für die Aktivierung wieder nutzen innerhalb meiner First-Party-Data-Strategy. Aber extrem viele Vorteile, gerade wenn man jetzt auch nochmal ein Offline-Geschäft dazu hat oder wenn man wirklich einen starken E-Commerce-Channel noch hat, zu verstehen, wer sind denn eigentlich meine Kunden und was hat er eigentlich schon in seiner Historie für Aktionen durchgeführt, ne, innerhalb des Unternehmens. Ist die CDP, bist du da der Main-Stakeholder und steuerst das Projekt oder wer macht das bei euch? Das macht eine Kollegin im gleichen Team, in dem ich auch bin, die steuert das. Und Main Stakeholder, also wir unterscheiden natürlich, ne? Es gibt immer einen Project Sponsor, dann gibt es immer einen User, dann gibt es natürlich einen lokalen Markt, der damit eingebunden ist und das versuchen wir dann auch möglichst gleichberechtigt zu machen, um dann alle Interessen eigentlich gerecht zu werden. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie cool findest du CDP-Einführungen im Vergleich zu 40 Webseiten ausrollen? Das ist eine richtig miese Frage. 7. Sehr gut. CDP ist gut. Sehr gut. So. Man würde vielleicht denken, dass es komplexer ist, die CDP einzuführen. Das Gute ist aber, dass natürlich dann ein Großteil des Aufwands auch einfach im Bereich IT und Implementierung liegt. Ne? Also aus einer Marketingperspektive würde ich sagen, ist es relativ okay. Wohingegen der Rollout der Webseite, das ist natürlich für unser Team echt komplex, weil da so viele Abstimmungen sind und so viele Partner. Insofern bin ich ein bisschen gebiased. Liebe Hörer und Hörerinnen, dem Max ging es jetzt gerade nicht darum, dass CDP ein tolles Produkt ist, sondern er hat sich gerade überlegt, wo er die wenigste Zeit investieren muss. Okay, verstanden. Ja, sehr cool. Ich kenne immer noch diesen Spruch irgendwie, Team, toll, ein anderer macht's. Ich glaube, Max hat gerade dass er das meinte. Ja, genau. Nein, das Schöne ist ja, also wichtig ist für uns ja immer, dass unsere Ansprüche und das, was wir möchten, berücksichtigt sind. Ne? Und das heißt, also CDP hat natürlich einen sehr, sehr großen technischen Part der Implementierung. Das muss man fairerweise sagen. Insofern bin ich ganz happy, dass wir da in der Abstimmung sind. Aber dass der Rollout technisch gesehen und operativ nicht bei uns liegt. Nein, also ich glaube, man hat über deine Leidenschaft gemerkt, dass du das alles total mitgehst und toll findest und es freut mich umso mehr. Max, wie mit jedem Gast könnten wir, glaube ich, oder Gästin könnten wir stundenlang sprechen. Ist so tolle Themen. Ich glaube, was ich gerne machen würde, ich lade dich gerne random in einem halben Jahr wieder ein, dass wir einfach nochmal miteinander sprechen, wo waren wir jetzt und wo stehen wir dann oder steht ihr in einem Jahr? Du kennst meine zwei Fragen. Was machst du privat mit Daten? Du hast so eine tolle Leidenschaft. Gibt es die gleiche auch irgendwie im privaten Umfeld? Und wie würdest du eigentlich dein tolles Data Game, was du bei Dr. Oetker machst, mit einem Filmtitel oder mit einem Serientitel bezeichnen? Und an dieser Stelle sage ich schon mal Tschüss. Davor aber nochmal ganz kurz, wenn ihr diesen Podcast irgendwie auf Apple Podcasts oder auf Spotify hört, dann drückt doch bitte auf den Button zum Abonnieren oder bewertet den Podcast. Das hilft mir ungemein. Wenn ihr Bock habt, selber Gast zu sein oder Gästin zu sein, dann schreibt mich an. Und wenn ihr auch so einen coolen Hoodie haben wollt, den ich Max jetzt gleich nach dem Podcast noch frage, wo ich den hinschicken soll, dann meldet euch auch gerne bei mir. Und so, Max, die letzten zwei Fragen gehören dir und dann darfst du dich auch selbst verabschieden. Dankeschön.
Cool, danke schön. Ja, also privat bin ich natürlich auch sehr, sehr datenaffin. Ich bin leidenschaftlicher Selbstoptimierer, das muss ich tatsächlich zugeben. Und insofern ist meine Apple Watch auch mein liebstes Gadget und versuche eigentlich alles zu tracken. Sports-Tracker, Sleep-Tracker und so weiter und das dann natürlich auch auszuwerten. Also immer wenn ich so eine neue App starte, ist eigentlich so das Erste zu gucken, okay, wie kann ich jetzt möglichst schnell Health verknüpfen, auch wenn das vielleicht aus einer Privacy-Policy-Perspektive nicht die beste erste Aktion ist, aber ja, großer Fan. Da auch ja, privat auszuwerten und zu gucken, ja, wie kann man sich verbessern. Ja, und Filmtitel, der das umschreibt, was wir machen, ja, ich würde sagen, ganz irgendwie ganz uneigennützig, faster, better, higher, oder? Also muss, glaube ich, unser Anspruch sein und das ist, glaube ich, das, was wir allgemein erreichen wollen und insofern passt das, glaube ich, ganz gut zu dem, was wir da tun. Dankeschön. Dankeschön. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Jonas. Danke, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, es war ein bisschen was Interessantes dabei, auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen und freue mich natürlich sehr über die erneute Einladung und komme gerne wieder und freue mich noch mehr über den Hoodie. Den werde ich natürlich fleißig tragen, dann auch auf allen Konferenzen und ja, insofern, Dankeschön. Ja, vielen Dank, Max. War eine wunderbare und tolle Folge. Danke, danke.